Eine Adsorptionsisotherme ist eine Kennlinie. Wenn wir diese Isotherme auswerten, können wir Informationen gewinnen. Einmal über die Wechselwirkung zwischen Adsorbat und Adsorbenz und auch über die Oberfläche des Adsorptionsmittels. Zur Auswertung benötigen wir ein Modell der Adsorption. Für klassische Isothermen, die einer Sättigung zulaufen, hat sich das Langmuir-Modell der Adsorption bewährt. Langmuir stellte für die Adsorption folgende Gleichung auf. Oberflächenkonzentration A ist gleich Sättigungsoberflächenkonzentration A unendlich mal Konzentration von A durch Kl plus A. Das Langmuir-Modell ist eine Art Parkplatzmodell. Es gibt auf einer Oberfläche eine Reihe von Adsorptionsplätzen. Die sind entweder belegt oder nicht belegt. Zwischen den Adsorbatteilchen gibt es keine Wechselwirkungen. Jeder Adsorptionsplatz ist gleichwertig und es gibt keine Multilagenadsorption. Es gibt eine maximale Belegung, A unendlich, nämlich dann, wenn alle Parkplätze, alle Adsorptionsplätze belegt sind. Wenn man diese maximale Belegung A unendlich vermessen hat, kann man, wenn man die Fläche eines Adsorbatteilchens kennt, die spezifische Oberfläche ausrechnen. Man kann die Langmuir'sche Gleichung zum Beispiel so ableiten, dass man für Adsorption und Desorptionsgeschwindigkeit einen Ausdruck postuliert und diese beiden Geschwindigkeiten dann gleichsetzt. Wenn wir diese Isotherme gerade biegen wollen, mathematisch, müssen wir den Kehrwert von A gegen den Kehrwert von Groß A auftragen. Eine doppelt inverse Auftragung liefert eine Gerade. Der Achsenabschnitt dieser Geraden entspricht dem Kehrwert der Sättigungsbelegung. Die steigende Geraden entspricht dem Quotienten Langmuir-Konstante durch Sättigungsbelegung. Eine weitere Möglichkeit, eine Isotherme zu modellieren, besteht mit der Formel A gleich Alpha mal Groß A hoch Beta nach Freundlich. Hier haben wir keine Sättigungsbelegung. Die Kurve wird zwar immer flacher, aber strebt keinem Sättigungswert zu. Wenn wir diese Kurve gerade biegen wollen, auswerten wollen, tragen wir doppelt logarithmisch auf und erhalten eine Gerade, deren Achsenabschnitt ln Alpha ist und deren Steigung Beta entspricht. Häufig hört die Adsorption nach einer Monolage nicht auf, sondern geht weiter. Wir erhalten dann einen typisch S-förmigen Verlauf der Multilagenadsorption. Diese Art Adsorption wurde von den drei Wissenschaftlern Brunauer, Emmet und Teller modelliert, die sogenannte BET-Isotherme. Im ersten Abschnitt haben wir Submonolagenadsorption, dann folgt die Monoschicht und hier haben wir Multilagenadsorption. Das BET-Modell ist eine Erweiterung des Langmuir-Modells. Wir haben wieder unsere Parkplätze, die entweder belegt sind oder nicht belegt sind. Wir haben alle Parkplätze in gleicher Art und Weise. Wir haben keine Wechselwirkungen zwischen den adsorbierten Teilchen. Wir erlauben aber Multilagenadsorption, wobei die Kräfte zwischen den einzelnen Lagen unterschiedlich sind zu den Kräften zwischen der ersten Lage und dem Adsorptionsmittel. Brunauer, Emmet und Teller kommen zu dieser Formel für ihre Adsorptionsisotherme. Wenn wir geschickt auftragen, können wir auch hier eine Gerade erhalten, aus deren Kenngrößen wir die Monolagenbedeckung ermitteln können. Und wieder können wir aus der Monolagenbedeckung die spezifische Oberfläche durch Multiplikation mit der Oberfläche eines Moleküls erhalten. Bei der Adsorption und der Auswertung der Isothermen kommt es auch auf das Sondenmolekül an. Kleine Sondenmoleküle gelingt es, auch in kleine Poren einzudringen. Diese Sondenmoleküle sehen praktisch eine größere Oberfläche als ein großes Sondenmolekül, was nur in die großen Poren eindringen kann. Deshalb ist es wichtig, bei Adsorptionsmessungen immer neben der Auswertemethode auch das Sondenmolekül zu nennen. Schon die Form einer Isotherme kann uns verraten, welche Poren vor allem in einem Adsorptionsmittel vorliegen. Bei Mikroporen haben wir sehr häufig die
Längenwirsche Isotherme. Bei Makroporen bildet sich häufig die BET-Isotherme und bei Mesoporen haben wir eine BET-Isotherme mit Hysterese, wenn wir nach der Adsorption eine Desorption durchführen. Diese Hysterese kommt dadurch zustande, dass die Adsorption in anderer Weise verläuft als die Desorption. Wenn wir in einem Mesopore adsorbieren, belegt sie zunächst mal das Innere dieses Zylinders mit Adsorbat. Dann wird dieser Zylinder immer enger und schließlich wird er sich schließen, weil er mit Adsorbatmolekülen gefüllt ist. Die Desorption hingegen verläuft so, dass sich jetzt halbkugelförmig in die Pore hinein die Desorption weiter fortschreitet. Da über einer Halbkugel ein anderer Druck herrscht als über einem Zylinder, ergibt sich ein Unterschied zwischen Adsorption und Desorption. Man kann diesen Unterschied nach der Kelvin-Gleichung mathematisch erfassen und aus der genauen Form der Hysterese auf die Größe der Mesoporen schließen. Aus Isothermen kann man wertvolle Kenngrößen des Systems Adsorbat-Adsorbens ermitteln, insbesondere die spezifische Oberfläche des Adsorbenten.